Herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal und ich schaue mir heute mal das User Interface an, a Worst Practice UI. Mit anderen Worten, ein Experiment. So sollte man es nicht machen beim Webdesign. Es handelt sich hier um ein Formular, was möglichst benutzerunfreundlich gestaltet wurde. Und den ersten Schritt kenne ich schon, muss ich gestehen, und ab dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ihr könnt gern mal die Zeit stoppen. Ich glaube, das ist die Kunst bei der Sache hier, das Ganze hier möglichst schnell zu lösen, das Rätsel. Ich erkläre noch mal kurz, was hier steht. Das Ganze ist von Bugger Frustration. Hallo und willkommen zum User Interface, a challenging exploration of user interaction and design patterns. Also willkommen zum User Interface. Eine Herausforderung, ein Experiment bezüglich Benutzerinteraktion und Design. Um das Spiel zu spielen, einfach das Formular ausfüllen, so schnell es geht und so genau wie es geht. Und jetzt fange ich gleich an. Der Punkt ist, wie geht's hier weiter? Ich fange jetzt an. Also no geht schon mal nicht, next page geht nicht. Ich klicke mich hier mal durch die Wörter. This site use cookies. Is that a problem for you? Not really. Okay. So, und jetzt wird hier die Zeit gestoppt automatisch. Ich soll ein Passwort eingeben. Da muss ich wohl alles markieren, damit mein Passwort angenommen wird. Hier ist es das gleiche. Ja. Okay. Unlock. Ja, ich sollte mich beeilen. How can we help? Send to bottom. Send to bottom. Ja, ich verstehe. So, und jetzt darf ich hier. Okay, cool. Jetzt darf ich hier weiter auswählen. Punkt.com. I do not accept the terms. Da muss ich den Haken rausnehmen. Reset, cancel oder next. Oh, mein Passwort braucht mindestens 10 Buchstaben, einen Großbuchstaben. Das ist durchaus unterhaltsam. Eine Nummer, at least. One letter of your email, okay. Und einen kyrillischen Buchstaben. Und jetzt muss ich erstmal kyrillische Buchstaben googeln. Wie mache ich einen kyrillischen Buchstaben? Kyrillische Buchstaben. H! Scheint so ein kyrillischer Buchstabe zu sein. Ich hoffe es mal. Also, 7, 8, 9. Ich werde hier schon wieder unterbrochen. A schreibe ich groß, H schreibe ich groß und damit noch ein Z ans Ende hin. Das Ganze kopiere ich mal zur Sicherheit und jetzt klicke ich auf Next. Oh cool, ich habe es sogar geschafft. This is me. To complete your profile, please upload any image. Hier steht allerdings Download Image, how we can help, send to button. Dann soll ich drei Interessen anklicken. Zunächst muss ich mal alles abklicken. Cotton Purple Ponys. Download Image, Upload Image. Das geht alles gar nicht. Ich klicke einfach mal auf Next. Please upload a picture. Wie soll ich denn das machen? Wenn ich hier auf Download Image klicke, passiert nämlich nichts. Please upload a picture. How can we help? Kann ja mal Help anklicken. Nee, besser nicht. Send to Button. Cancel. Nein! Jetzt geht's wieder von vorne los. Oh mein Gott. Und jetzt ist immer noch die Frage, wie uploade ich hier ein Picture? Please upload. Ah, ich klicke einfach mal auf Upload. Wer sagt's denn?
jetzt suche ich ein beliebiges Bild. Das anscheinend tatsächlich sogar hochgeladen wird. Ich weiß nicht, muss ich warten oder wird das ewig hochgeladen? Ich klicke mal auf Next. Persönliche Details. Geburtstag, sagen wir mal, der 2. August. Das fängt bei 1900 an, kein Problem. Mail. Was ist Box? Country. Ich entscheide mich für Belgien. Box lasse ich mal bei 1. City. Zip Code. Choose a title. Mr. Nachname. Placeholder Street 4. Ah, das geht nicht. Man muss sich jetzt hier durchklicken. Send to Button. Dann brauchen wir das Alter. Close. Und Next. Invalid Street. Okay. Street. Immer noch falsch. Leipziger Street. Next. Age and Birthday, not match. Gender and Title, don't match. Close. Dann halt so. Almost done. Now we just need proof that you are human. Select all pictures with a bow. Also, jetzt soll geprüft werden, ob ich menschlich bin. Dazu bekomme ich hier Pictures. Das unten kann ich nicht anklicken, leider. Noch ein Bogen, noch ein Bogen, noch ein Bogen. Validieren. Oh, ich schon 12 Minuten alle Bilder mit Gläsern auswählen. Das sind alles Gläser, habe ich so den Eindruck. Oder sind damit nur Brillen gemeint? Vielleicht kann ich hier noch weiter runter scrollen. Nee, leider nicht. Wenn ich hier klicke, passiert nichts. Unterschieben kann ich auch nicht. Uff, ich habe alle Gläser ausgewählt. Und jetzt habe ich es anscheinend geschafft. Das ist cool. 13 Minuten 27. Die Frage ist, seid ihr schneller? Gemacht hat das eben der Anbieter dieser Webseite. Checkt das gerne mal selber aus und postet eure Zeichen in die Kommentare. Danke erstmal fürs Zuschauen. Lasst eine Reaktion da, checkt meine anderen Playlists ab. Macht's gut!